Diese Betonröhre ist eigentlich ein Eiskanal. Das müsste ja ganz schön dumm vorkommen, was wir im Sommer hier an der Bobbahn machen. Aber was Werkzeugmechaniker mit Bobschau zu tun haben, das zeigen wir dir jetzt. Der dritte Mann ist Henry, Ausbilder der beiden Werkzeugmechaniker-Azubis und begeisterter Bobfahrer. Francesco Friedrich ist mehrfacher Bob-Welt- und Europameister. Und er profitiert von den Fähigkeiten der Jungs. Die kennen sich nämlich mit Metall- und Feinmechanik aus und davon findet sich im Bob so einiges. Was macht ihr hier im Sommer, Henry? Du weißt doch, es gibt immer was zu tun. Und wer seid ihr zwei? Ich bin der Tim, Ausbilder von Henry. Ach so. Ich bin der Marcel, auch im dritten Lehrjahr bei Lang und Söhne. Aha, und ihr wollt euch heute mal was anderes angucken hier? Genau. Alles relativ simpel hier. Bobfahren ist eigentlich einfacher, wie es aussieht erstmal. Mit diesen Hebel und schon ist er draus. Hier unten hat man dann den Bremsrechen. Oh, der klemmt ein bisschen. Ja, genau deswegen sind wir hier. Das wollen wir daran, wollen wir was machen. Kriegen wir hin, denk mal. So sieht der Arbeitsplatz aus. Eine Werkstatt und viele Maschinen. Und so etwas wird hier gebaut. Ein Werkzeug für die Montage eines Uhrenlaufwerkes. Wäre das was für die Azubis? Das ist auf alle Fälle was für die Azubis. Tim, kannst du gleich mal herkommen? Ja. Hallo Tim. Schau mal, wir haben hier so einen Drehturm konstruiert. Mhm. Man kann hier drehen, fräsen, gravieren oder mit dem Laser die Beschriftung machen. Schleifen, dachte ich, wäre vielleicht was für die Ausbildung. Das auf alle Fälle. Soll ich das mit Marcel zusammen machen? Oder? Ja, das machen wir mit Marcel. Der Marcel könnte das Rohteil drehen. Okay. Das CNC-Programm könntest du machen. Und wo wird das dann gebraucht? Das ist für die Fertigung. Da kann man die Werksitze an den Gestellteilen genau herstellen. Okay. Danke, wird man das hinkriegen. Nehme ich das Zeug mit und sag Marcel Bescheid. Ja, okay. Danke. Werkzeugmechaniker arbeiten vor allem mit Metall, aber auch mit den verschiedensten Kunststoffen. Dabei beherrschen sie alle Formen der Bearbeitung. Drehen, bohren, fräsen, schleifen und alles, was man braucht, um Metall und Kunststoff in die richtige Form zu bringen. Und passt. Ich fräse jetzt die Fläche hier dran, wo die Zahlen sind. Das kann man hier dreidimensional besser sehen. Tim arbeitet an einer CNC-Maschine. Damit er das Werkstück rechnergesteuert exakt bearbeiten kann, überträgt er die Daten aus der Zeichnung in das Gerät. Das Ergebnis wird ein hochpräzises Werkzeug, das bis ins kleinste Detail exakt gearbeitet ist, um damit später komplizierte Laufwerke für Uhren zu montieren. Bei Lang und Söhne sind die Werkzeuge, die gebaut werden, eher klein. In der Automobilindustrie dagegen werden Werkzeuge gebaut, mit denen ganze Karosserieteile gestanzt werden. Also ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann, die Interesse an der Technik mitbringen und sich am Ende auch ordentlich mit einbringen können. Und ganz wichtig ist, sie müssen wollen. Henry ist Meister und Ausbilder aus Leidenschaft. Und wer als Azubi oder Praktikant auch mit Begeisterung an die Sache geht, kann eine ganze Menge lernen. Hier wird nicht ausgebildet, weil man muss, sondern weil man will. Und nicht nur Henry nimmt sich Zeit dafür. Hinten ein kleines bisschen mehr drauf gedrückt. Marcel ist auf dem Weg zu einer Kollegin, die dringend ein Ersatzteil braucht. Werkzeugmechaniker bauen nicht nur Spezialwerkzeuge, sie machen natürlich auch die Wartung und die Reparatur. Ein paar Fakten. Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre, inklusive Berufsschule. Es ist ein Metallberuf, das heißt, du bekommst eine solide Grundausbildung in der Metallbearbeitung. Hi. Hi. Warum so eilig? Ich habe hier einen Werkhalter, der ist dringend zu reparieren, weil ich muss das Werk fertig kriegen. Hier ist nur der Drücker kaputt. Könntest du mir das schnell machen? Na, eigentlich haben wir heute viel zu tun, aber wegen dir. Okay. Mal nach. Dankeschön. Bis später. Tschüss. Tschüss. Jetzt gilt es, das beauftragte Werkzeug vom Anfang ist fertig und soll in der Produktion genutzt werden. Und da steht Tobi vor. Hey Tobi. Moin Tobi. Hey. Was geht? Hey Marcel. Tobi. Moin. Hier die Drehfläche, die bestellst du die Datumplatte. Und das geht, meinst du? Ich denke schon. Schauen wir mal. Siehst du, passt gern gekostet. Oh, sehr schön, wunderbar. Perfekt. Passt. Gute Ausbildung, gute Arbeit und gute Ergebnisse. Da kann man stolz drauf sein. Marcel, warum müssen wir jetzt die Drehzahl neu berechnen? Damit wir an der Fräsmaschine die Drehzahl für den jeweiligen Werkstoff richtig einstellen können. Okay. So, die Formel haben wir schon dran geschrieben. N ist mal C durch Pi mal D. Was bedeutet das N? N bedeutet Drehzahl. Fall C? Und C ist die Schrittgeschwindigkeit. Pi? Pi ist die Kreiszahl. Genau. Und D ist der Durchmesser. Von was? Von dem Fräser. Von dem Fräser, okay. Es gibt eine Menge zu lernen. Es ist eindeutig nicht nur mit handwerklichen Fähigkeiten getan. Und dann kommt etwas dazu, damit das Unternehmen einen weltweiten Markt bedienen kann. Englischunterricht. Yeah, hello everyone. Let's quickly recap some of last week's vocabulary.
We want to talk about the Grand Lange one. I will just ask you some terms and you should translate them into English. Okay, Tim, what's this part? I think that's the crown. Right. Marcel, what part is that? That's the case. Right. So sieht eine Uhrmacherwerkstatt aus. Hören wir mal, ob Marcel die Reparatur noch geschafft hat. Hey Lisa, ich habe es gestern doch noch geschafft, den Werkhalter für dich zu reparieren. Ach, hallo Marcel. Dankeschön. Ich probiere ihn gleich mal aus, oder? Ja. Wird sicherlich funktionieren. Hoffe ich doch mal. Ja. Und passt's? Ja, ich muss es erstmal einspannen. Ja. Funktioniert's? Super. Cool. Ja. Ja, schöne Ohren hast du hier. Warum hast du die hier? Die sind nochmal zur Kontrolle vom Gang nach dem Einschalten hier. Kannst du die ja mal angucken? Der Werkzeughalter funktioniert. Lisa kann also weiter an den besten Uhren der Welt arbeiten. Sehr schöne Uhr. So, ich muss dann aber wieder los. Ja, okay. Tut mir leid. Gut. Tschüss, bis nächstes Mal. Schönen Tag noch. Tschüss. Gleichfalls. Wer den ganzen Tag an den kleinsten Teilchen herumfummelt und in tausendstel Millimetern denken muss, der braucht einen Ausgleich. Da ist Fußball genau richtig für. Einmal die Woche machen wir Betriebssport und wenn wir gegen die anderen Ohrenmannschaften spielen, geht so richtig die Post ab. Und beim Fußball findet man endlich mal einen richtigen Ausgleich.